Von rohen Daten zu historischen Erkenntnissen. In dieser Videolektion zeigen wir anhand von einigen konkreten Anwendungsbeispielen, wie digitale Methoden in der Sprachforschung und insbesondere in der Arbeit mit historischen Textquellen eingesetzt werden können. Wie können wir in großen digitalen Zeitungsbeständen Informationen auffinden? Wie können wir diese Informationen für unsere Forschung nutzen? Die Antwort auf diese Fragen lautet Information Retrieval, ein Anwendungsgebiet an der Schnittstelle von Informatik und Computerlinguistik. Ziel ist die Aufbereitung von Daten, in unserem Fall also Texten, so dass ein Informationssystem Suchanfragen von Benutzern besser beantworten kann. Das heißt, es sollen möglichst schnell die relevantesten Texte zu einer Suchanfrage gefunden werden. Beim Information Retrieval werden Texte durch eine bestimmte Sequenz von Analyseschritten verarbeitet. Diese Sequenz von computerlinguistischen Analysen wird als Natural Language Processing Pipeline bezeichnet. Schauen wir uns nun einige konkrete Beispiele dazu an, wie die Informationsextraktion bei der Erforschung historischer Zeitungen eingesetzt wurde und wird. Nehmen wir an, du absolvierst ein Praktikum an einer Forschungseinrichtung. Deine Betreuerin hat dir Zugang zu einer großen Sammlung digitalisierter Tiroler Zeitungen aus den Jahren 1850 bis 1950 gegeben und dich gebeten, die Daten zu nutzen, um ihr bei der Beantwortung dieser drei Forschungsfragen zu helfen. Wer waren die bemerkenswertesten und einflussreichsten Frauen in Tirol zwischen 1850 und 1950? Und wie wurden sie in der Presse porträtiert? Wie wirkte sich die spanische Grippe von 1918 auf die Tiroler Bevölkerung aus? Und können wir Autoren identifizieren, die in Tirol während des Ersten Weltkriegs propagandistische Artikel anonym veröffentlicht haben? Welche Methoden der Informationsverarbeitung können wir anwenden, um relevante Informationen zu finden, die uns bei der Beantwortung dieser Fragen helfen können? Der erste Schritt besteht darin, diese Fragen in konkrete Analyseziele umzuformulieren. Zur Bearbeitung des ersten Beispiels können wir eine Datenbank erstellen, die in den Zeitungen erwähnten Frauen auflistet und die Seitenangaben der jeweiligen Namensnennung angibt. Aber wie können wir alle Namen der Frauen in Zeitungen über einen Zeitraum von 100 Jahren finden? Wir verwenden die Named Entity Recognition, die automatische Namenserkennung, eine Anwendung zur Identifizierung und Kennzeichnung von benannten Entitäten, das heißt von Personen, Orten, Organisationen, zeitlichen Ausdrücken und allen anderen Einheiten, die mit einem Eigennamen bezeichnet werden können, wie in Bild 1 dargestellt. Durch Named Entity Recognition Anwendungen für die deutsche Sprache können wir in der umfassenden Textsammlung zum Beispiel Emma Hellensteiner, eine Pionierin der Tiroler Gastronomie, finden. In unserer Datenbank notieren wir Informationen wie zum Beispiel Artikelverweise und beschreibende Wörter. Um die zweite Frage zu beantworten, nämlich wie sich die spanische Grippe von 1918 auf die Tiroler Bevölkerung ausgewirkt hat, müssen wir alle Zeitungsartikel finden, in denen von der spanischen Grippe die Rede ist. Für die anschließende Untersuchung stellen wir dann ein thematisches Korpus zusammen. Eine Möglichkeit, dies innerhalb eines realistischen Zeitrahmens zu tun, ist die Anwendung von Topic Modeling. Eine Anwendung zur Informationsextraktion, die dazu dient, Themen in einem Textkorpus zu erkennen. Beim Topic Modeling sind Themen Gruppen oder Cluster von Wörtern, die häufig zusammen vorkommen. Wenn wir einen Topic Modeling Algorithmus auf Zeitungen aus den frühen 1920er Jahren anwenden, können wir Wortgruppen, die sich auf die Grippe beziehen und die dazugehörigen Artikel identifizieren. Kurz gesagt, das Topic Modeling hilft uns dabei, Zeitungsartikel zu gruppieren,
die bestimmte Themen oder Wortcluster gemeinsam haben und diese aufzulisten. Hier siehst du einen Artikel aus dem Tiroler Volksblatt von 1920. Da er viele Wörter enthält, die mit der Grippe in Verbindung stehen, zum Beispiel Influenza, Pandemie, spanische Grippe, Krankheit, Katarrh und Nase, nehmen wir den Artikel in unser thematisches Korpus auf. Ein kürzlich erschienener Blogpost der Universität Innsbruck beschreibt eine ähnliche digital unterstützte Untersuchung dazu, wie über die spanische Grippe in 4 deutschsprachigen Zeitungen berichtet wurde. Schau dir den Blogpost an, um andere Methoden und Werkzeuge der digitalen Geisteswissenschaften zu entdecken, die zur Beantwortung unserer Frage zur Verfügung stehen. Für unser drittes und letztes Beispiel, das heißt für den Versuch, den Autor eines anonymen Artikels zu identifizieren, müssen wir ein Korpus von Artikeln erstellen, denen automatisch ein Autor zugeordnet wird. Dieses Korpus kann anschließend genutzt werden, um bestehende Hypothesen über die Autorenschaft zu bestätigen oder um einen evidenzbasierten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zu schaffen. Um einen Text einem Autor zuzuordnen, verwenden wir die Stilometrie, eine Methode, die Stilmerkmale, welche lexikalischer und syntaktischer Natur sein können, extrahiert und analysiert, um den Fingerabdruck oder das Markenzeichen eines Autors in einem Werk zu erkennen. Wir verwenden die Stilometrie, um ein Dokument mit anderen Werken zu vergleichen, von denen wir bereits wissen, dass sie von einem bestimmten Autor verfasst wurden. Andererseits müssen wir aber Werke von Hochstaplern oder Ablenkungsautoren ausschließen, die sich in Bezug auf Zeitraum, Sprachregion, Genre und Geschlecht ähneln. Bild 5 zeigt das Ergebnis einer stilometrischen Analyse, die an 12 literarischen Werken von 4 angloamerikanischen Schriftstellern des frühen 20. Jahrhunderts, nämlich Lovecraft, Howard, Kipling und Doyle. Die Analyse identifiziert und bestätigt 4 verschiedene stilistische Cluster, die den 4 verschiedenen Autoren entsprechen. Ein Beispiel für die Anwendung der Stilometrie auf Tiroler Zeitungen wurde kürzlich von Forschern der Universität Verona und der Universität Basel veröffentlicht. Die Studie konzentriert sich auf Robert Musil, einen einflussreichen österreichischen Schriftsteller, der während des Ersten Weltkriegs zwischen 1916 und 1917 als Chefredakteur der Tiroler Soldatenzeitung in Bozen tätig war. Seine redaktionelle Tätigkeit umfasste wahrscheinlich auch das Verfassen von Artikeln und stellte die Wissenschaftler vor ein philologisches Problem. Sie hatten Schwierigkeiten, eine Reihe relativ kurzer Texte mit Sicherheit Musil zuzuordnen. Die Studie stützt sich auf die Stilometrie, um die Intuition der Wissenschaftler zu bestärken und optiert dafür, eine Reihe von schwer zu klassifizierenden Artikeln unter Vorbehalt Musil zuzuordnen. Damit ist die Liste unserer Beispiele abgeschlossen. Aber es gibt noch viele andere digitale Methoden und Anwendungen zu erforschen. Die Erkennung der Wiederverwendung von Textstellen ist beispielsweise eine Methode, mit der wörtliche Zitate und Paraphrasen innerhalb eines oder verschiedener Texte identifiziert werden können. Die Erkennung von Plagiaten ist ein typisches Anwendungsgebiet für diese Methode. Die Netzwerkanalyse wird in der Regel verwendet, um Beziehungen zwischen Entitäten, also zum Beispiel Figuren in einem Theaterstück oder einem Roman, darzustellen und zu visualisieren. Und die Stimmungsanalyse kann verwendet werden, um verschiedene Empfindungsausdrücke in einem Text zu erkennen.